Ein Quallenmodell besteht aus einem durchsichtigen Regenschirm, kleinen Transparentpapierstreifen und auch für die giftigen Tentakeln wieder Transparentpapier. Außerdem werde ich nun erklären, wie eine Qualle sich fortbewegt. Damit eine Qualle sich fortbewegen kann, zieht sie ihren Schirm zusammen. Dadurch stößt sie Wasser nach hinten ab und ein Vortrieb entsteht. So kann dann die Qualle nach vorne gleiten.